Es passieren Dinge. Ich finde das irgendwie sehr schön, wie einfach alles kaputt geht, wenn man dieses Spiel startet, inklusive dem Spiel selber. Okay. So. Ja, das ist ausgewählt, betreten. Spiel fortsetzen, ja. Okay, es lädt zumindest schon mal. Aha. Ach ja, richtig, wir sind in der Unterwasserwelt, ne? Ich habe ein kleines Schwänzchen. Das ist mir irgendwie letztes Mal noch gar nicht aufgefallen. Okay, ja, aber Maus fühlt sich irgendwie sehr, sehr weird an. Ich glaube, ich habe das letztes Mal mit Controller gespielt. Ich glaube, das ist sonst merkwürdig. So, Moment, viel zu viele Kabel. Ja, das fühlt sich besser an. Ja, das ist gut so. Genau, wir hatten hier diese komischen Flaschen gehabt, wo sich dieser komische Oktopus drin versteckt hat. Aber wir haben, glaube ich, das mit dem Oktopus schon zu Ende gemacht, oder nicht? Meine ich? Halli, hallo, neuer Mensch. Ich bin leider nicht fließend in Kyrillisch. Ich habe es mal versucht, aber... Ich fürchte, diese Sprache unterstützen wir nicht. Und viel Spaß im Lurk. Und ich fürchte, dafür muss ich dich ein bisschen timeouten. Jetzt muss ich alles wieder umtappen, nur weil die Leute komische Dinge in den Chat schreiben. Also wirklich. Du darfst wiederkommen, wenn du irgendeine Sprache sprichst, die ich verstehe. Weil sonst kann ich ja gar nicht sagen, was du da von dir gibst für illegalen Kram oder so. So, genau. Lass uns hier verschwinden und die Show vom Zimmermann besuchen. Ach ja, genau, ich habe hier irgendwie jetzt Tickets bekommen oder sowas. Ganz fertig wird sie natürlich nicht sein. Du müsstest zwei, drei... Ach so, nee, das war davor. Aber für einen guten Zweck. Der Zimmermann meint, dass uns nichts verletzen kann, was wir nicht ernst nehmen. Das ist schön, dass er das sagt. Aber okay, genau. Er hatte, glaube ich, drei Aufgaben für uns. Wir sollten das Skript von dem Oktopus holen. Wir sollten, ich glaube, die Sängerinnen holen. Ich weiß nicht mehr, was für Viecher das waren. Und noch irgendwas Drittes. Das mit dem Oktopus hatten wir, glaube ich, gemacht. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. Mhm. Super viel schöne Pseudopsychologie hier. Chicken Booty, hallihallo! so, genau. Ha, ich kann Dinge kaputt machen. Mein kleines Schwänzchen. Doch, das muss mir letztes Mal aufgefallen sein. Das ist so hübsch. Der sieht irgendwie auch cool aus, der Seestern mit vielen Augen. Hui. Oh. Oh no. Oh no. Ach ja, richtig. Es gibt ja auch sowas wie Kämpfe. Oh shit, Steuerung. Wie funktioniert Steuerung? Moment, was habe ich für Knöpfe? Ich habe das. Nee, ich hatte doch so ein... Pfeffermühle oder was das war. Was ist das? Nee, das war die Bombe. Was ist das? Das ist Springen. Ja, das ist... Nee, warte. Ah! Pfeffermühle. Ja. Warte. Autsch. Wo bist du? Da bist du. Aua. Aua. Nee, das wollte ich nicht. Weil ich konnte auch irgendwie auch anvisieren oder sowas. Irgendwie... Ah, ja. Andere. Okay.
You did? You did. Okay. Gut, ich glaube, dann habe ich so halbwegs wieder verstanden, wie diese Steuerung funktioniert. Weiß ich nicht. Blubberblasen! Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Hello. Du blinzelst nicht. Ich glaube, das ist super unangenehm. Auf der anderen Seite sind wir unter Wasser. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Warte, war ich nicht hier schon mal? Oh, war das nicht super nervig, weil ich hier relativ schnell diese... Ja, doch, jetzt muss ich das Ganze normal machen. Okay, ja, ich muss meine Bombe da drauf, aber erstmal gucke ich, erstmal nehme ich den Zahn mit und dann Bombe. So, ja, ich weiß. Lass mich Dinge tun. Und wo bist du? Da bist du. Okay. Okay, dann. So, da muss ich wieder zurück, oder? Ich glaube, da muss ich wieder zurück. So. Okay. Okay, es war doch nicht so nervig, wie ich es in Erinnerung hatte. Letztes Mal kurz vorm Speicherpunkt beendet. Das war natürlich smart von mir. Das war super smart. Ah, no, no! Oh no, muss ich das jetzt nochmal machen? Ich muss das nochmal machen. Nein, muss ich nicht. Warte. Der ist noch da? Der ist auch noch da. Ha! Nice. Aber ja, das, da habe ich wieder meine erhöhten geistigen Kapazitäten bewiesen, würde ich mal sagen. Zähne. So, genau, jetzt muss ich irgendwie wieder ganz zurück und ja. Ja, ich erinnere mich. Nicht runterfallen. So. Nicht? Findest du etwa nicht, dass das super smart von mir war? Ich finde, das war super smart von mir. So, genau. Ich glaube, ich bin zu exakt diesem Punkt hier gekommen letztes Mal und habe dann gesagt, okay, bevor wir da weitergehen, tue ich super smarte Dinge und speichere nicht und ja. Ne? Ja. Sie denn? Ach, Quatsch. Sowas braucht man hier nicht. Wann bitte? Wann habe ich jemals gezielt? Jemals in irgendeinem Spiel? Das passt einfach nicht zu diesem Channel-Konzept, glaube ich. Warte. War das sowas? Ja, das war sowas. Okay. Ich erinnere mich. Es ist schon so lange her. So alte Frauen wie ich können sich sowas nicht merken. Damals beim Wolf. Wir sprechen hier nicht über diesen Wolf. Das sind geheime Dinge von grauer Vorzeit. Die auch sicherlich nicht in einem Clip verewigt wurden. Ganz bestimmt nicht. Ups. Sehr gut, sehr brav. Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Ach so, okay, dann waren wir doch nicht fertig mit dem Dude, weil... Ja, okay. Okay.
Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das ist doch schön. Das Pathos hat seinen großen Auftritt als Tod. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der okay. Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdivers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Okay, ich soll Fischdivers finden. Alles klar. Weil ich den Bereich nicht verlassen hatte. Ah, okay, das ergibt Sinn. Warum kann ich mich nicht bewegen? Oh no. Was ist passiert? Warte. Controller? Tue er Controller-Dinge, bitte? Nein? Ah, jetzt wieder. Okay. Weird. Ah, da kann ich nicht hin. Will aber dahinter. Ich sehe doch, dass ich da lang kann. Come on. Über diese unsichtbaren Wände. Also wirklich. Oh, aber so eine Lampe will ich auch haben. Die ist irgendwie hübsch. Oh, von dieser Seite kann ich auch nicht dahinter. Schade. Ja, gut, dann mache ich halt eben alle deine Sachen kaputt. So, okay. So, das sieht doch einladend aus hier. Hallo. Jetzt hätte er wahrscheinlich gespeichert, ne? Ja, da ist das Speichersymbol. Ja gut, das, ja. Ja, war smart. Ganz eindeutig. Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen wie Dave Driver. Oh! Du bist wirklich nicht gut im Singen. Bist du etwa so eine Fischdiva? Hallo. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstopft. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Ich habe sehr viele Haare in meinem Gesicht. Ja, Schweineschnauze, genau, das habe ich auch eben gedacht. Es sind irgendwie sehr, sehr hübsche Pilze. Sind das Pilze? Ich glaube, das sind Pilze. Ach ja, stimmt, das konnte ich ja auch. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Und da sind. Okay, da sind böse Dudes. Da soll ich hin. Zumindest sagt mir eine Random Hand das. Und das muss ja auch, ne? Wenn eine Random Hand dir sagt, du sollst irgendwo hingehen, dann gehst du da auch hin. Und was ist das da hinten, was ich da sehe? Ist das eine Erinnerung? Nee, das ist so ein Trankdingsi. Warte. Wie funktioniert das Aufheben von diesem Gedöns hier nochmal? Ah, okay. Ha. Aber was sehe ich denn da? Snick. Oh. Du stirbst bitte. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, also, es gab jetzt hier zwei Wege, ne? Und Dinge, die ich mir nicht angucken darf. Aber ich habe tatsächlich mal im Urlaub, als ich klein war, so eine Muschel gefunden, die fast genauso aussieht wie die da. Die auch so super krass bunt war und irgendwie sehr, sehr cool. Das ist irgendwie sehr fancy, wenn man sowas in Real Life findet. So, hier war das, die Hand, ne? Was will mir das bitte sagen? Ich weiß es nicht. Okay, also da gibt's das. Da ist Tod. Da bin ich hergekommen. Da hinten ist noch mehr Tod.
Ja, ich meine, im Zweifel muss ich überall lang, ne? Ich geh erstmal in den Tod. Blut und Verderben. Das ist immer gut. Das war der falsche. Ja. Kann ich da? Tut das was? Nicht wirklich, ne? Okay, gut, dass wir das geklärt hätten. Hier irgendwie irgendwas Smartes tun. Ich habe so die Befürchtung, dass entweder nein oder ich kann das nicht. Oh ja. Okay. Mhm. Oh shit, ich konnte doch irgendwie so Dinge tun. Ich hatte doch so einen. Ich hatte doch. Au, ich bin mitten reingelaufen. Nice. Au. Was ist das hier? Okay, ich weiß es nicht. Nee, aber ich hatte doch so ein Ding. So ein. Wie ist das auf Deutsch? Regenschirm, Sonnenschirm, was auch immer. Das ist alles nicht die Dinge, die ich suche. Okay. wo war das Teil? Ich habe doch gar nicht so viele Knöpfe auf diesem Controller. Ah! Nee, aber es war irgendwie eine Doppelsilbe, ne? Autsch. Glaube ich, mich zu erinnern. Aber ich weiß nicht mehr, was für eine. Oh, und ich kann sowas, ja? Dann machen wir vielleicht das mal. In der Welt. Okay, ich muss herausfinden, wie ich diesen Regenschirm basteln kann, beziehungsweise. Okay, also. Es war, glaube ich, wenn ich etwas anvisiert habe. Und dann. Irgendwas. Ja, gut. Muss ich mal gucken. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstopft. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Also machen wir das nochmal. Diesmal werde ich systematisch gucken, was davon mir den Regenschirm gibt. Damit ich diese komischen Dingsies da blocken kann, die der wirft. Ich darf die Schweineschnauze nicht vergessen. Au! Ach, richtig. Du warst ja auch noch da. Oh.
So. Also kann ich schon Dinge anvisieren, kann ich nicht, ne? Das. Ah, da ist er. Okay. Ah, was? Okay. Hey, es sind andere Dinge, siehst du als eben. Du? Ja. Das ist ja süß. Yay. Ein verstopftes Ding. Also jetzt hör mir mal zu, du komischer Fisch, du. Also ordentlich arbeiten, ich hilf dir hier. Was eine Frechheit. Oh, das ist voll schön. Ich mag Dinge, die leuchten. Okay, irgendwas mit Trompeten. Na gut. Hui! Hieronymo oder so. Ach so, ja, die. Ich erinnere mich an diese Dinger. Ah. Achso, die konnte ich nur mit meinem Umbrella besiegen, glaube ich. Au! Ruhig den Hut nicht. Was kreischt da so? Ah, noch einer. Ah, no, das wollte ich gar nicht. Dass er mich schießt. Na komm. Genau.
Caro? Irgendwie finde ich das sehr niedlich, wie die kleinen Noten da durchfließen. Alles schön und gut, aber meine Stimmgewalt braucht ein ganzes Orchester. Stimmgewalt. Wenn du dich am Ende dann immer noch scheiße anhörst, dann, naja. Ich meine, auf der anderen Seite kann mir ja eigentlich relativ egal sein, ne? Ich will ja irgendwie was ganz anderes. Lass mich doch dodgen, bitte. Lebe ich überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung, diese Ansicht ist irgendwie sehr spannend. Ich sehe keine Health. Ah. Da ist meine Health Bar. Wie schön. Nein, ich bin nicht von mir aus auf das. Zwischendurch meine Healthbar verschwunden ist. Oh, es wurde gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Da muss ich das nämlich nicht nochmal machen. Es gibt ein Problem. Ich finde den Schrank für die Noten nicht. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Hoffe, er ist leicht. Bin ich bereit? Nein? Was um Gottes Willen? Ist das welcher? Okay, aber das war schon richtig, was ich gemacht habe anscheinend. Blöd, wenn du mit einer Eingabe, warte, kann ich das auch mit? Okay, ich muss ein bisschen später als... Doch nicht.
Ali, hallo Sepp. Okay. Das Publikum wird dir deine Mühen danken. Das bezweifle ich. Hey, hallo Ivory. Und Leveler, hallo. Bitte wecke sie mit dieser aufregenden Neuigkeit. Du klingst immer noch furchtbar. Aber das ist mir eigentlich Wumpe, ne? Ich brauche ja nur, dass diese Fischdiva tatsächlich da auch hingeht, wo sie hingehen soll. Genau, hier habe ich auch alles, glaube ich, erkundet. Ein Bottelfisch, genau. Fischbottel, beides. Fisch in der Bottle, Bottle in der Fisch. Nicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, nein. Es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint. Diese Freundlichkeit der Menschen um mich herum. Das lässt einem doch das Herz aufgehen.